Eine Scheune im Wendland. Sonderbares geschieht. Sie alle sind Landwirte, Mitglieder der bäuerlichen Notgemeinschaft. Seit Jahren demonstrieren sie gemeinsam gegen die Atommülltransporte nach Gorleben. Heute mit vollem Körpereinsatz. Und sie hatte die Idee. Susanne Kamin. Mir fiel der Film ein, Calendar Girls. Und dann habe ich mit einem meiner Kollegen der bäuerlichen Notgemeinschaft gesprochen und habe ihm das vorgestellt. Und dann stellt er sich so in Positur und sagte, ja, du hast recht, wir stehen nackt da. Die Fotos sind für einen Bauernkalender. Damit wollen sie Geld sammeln für ihren Protest gegen ein atomares Endlager in ihrer Nachbarschaft. Dagegen kämpfen sie seit 30 Jahren. Sie ziehen uns ja sozusagen jetzt das Letzte aus. Also wir verlieren das letzte Hemd. Und dann können wir uns auch nackt präsentieren. Weil wir haben so viel gegeben und jetzt geben wir eben auch noch das Letzte. Vor 30 Jahren, wenn ich da zu den Bauern gegangen wäre und hätte gesagt, Hose runter, die hätten gesagt, Susanne, runter vom Hof. Gorleben an der Elbe. Wenige Kilometer entfernt, mitten im Wald, das Zwischenlager und dahinter das Erkundungsbergwerk über dem Salzstock Gorleben. Mögliches Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Die Untersuchungen, ob der Salzstock dafür überhaupt geeignet ist, sind bis heute nicht abgeschlossen. Gorleben steht für das ungelöste Problem mit dem billigen Atomstrom. Das Problem? Atommüll. Hier im sogenannten Zwischenlager wird der Abfall aus deutschen Atomkraftwerken vorübergehend aufbewahrt. Gesichert mit Überwachungskameras und Stacheldraht. In dieser Halle aus Stahlbeton lagern überirdisch 80 Behälter mit hochradioaktivem Atommüll, sogenannte Castor-Behälter. Wenn es nach dem Willen der Atomwirtschaft geht, soll dieser Abfall im benachbarten Bergwerk für immer entsorgt werden. Ein Abfall, dessen radioaktive Strahlung, wenn sie freigesetzt wird, Krebs- und Erbgutveränderungen verursachen kann. Deshalb muss er, so das Gesetz, für 1 Million Jahre sicher verwahrt werden können. Dass der deutsche Atommüll in Niedersachsen entsorgt wird, das hatte bereits Ernst Albrechts Vorgänger, Ministerpräsident Alfred Kubel, SPD, entschieden. Nur wo in Niedersachsen? Am 22. Februar 1977 fällt die vorläufige Entscheidung, Gorleben. Damit hatte kaum jemand gerechnet. Ein Schicksalstag für das Wendland. Haben Sie in Ihre Überlegungen vielleicht aber auch einbezogen, dass dort der Protest gegen eine Atommüllanlage bisher am leisesten war? Ja, aber das kann sich sehr schnell ändern. 2 Wochen später protestieren Atomkraftgegner aus der ganzen Bundesrepublik in Gorleben. Viele hatten bereits in Wühl und Brockdorf demonstriert. Die meisten Wendländer noch nie. Im Zonenrandgebiet an der Elbe kann man mit dem Thema Atommüll zunächst wenig anfangen. Gorleben ist 1977 noch ein verschlafenes, friedliches Nest. Eine Hochburg der CDU. Nun soll ausgerechnet hier ein sogenanntes nukleares Entsorgungszentrum gebaut werden. Die Investoren aus der Atomindustrie versuchen schnell Fakten zu schaffen. Sie wollen Land kaufen, viel Land. Für die Bauern stellt sich die Frage, verkaufen oder nicht verkaufen. Also Sie meinen jetzt lieber zugreifen, wenn es Geld gibt, als abwehren? Meine ich. Hemd ist immer näher als die Hose und das wird auch wohl so bleiben. Und ist ja ganz egal, ob es hier nun passiert oder, was weiß ich, 50 Kilometer weiter oder 100. Die Gefahr besteht ja unmittelbar so oder so, wenn man das so will. Das ist meine Meinung. Auf dieser Waldfläche in der Nähe von Gorleben soll das größte Industrieprojekt Europas entstehen. Eine Wiederaufarbeitungsanlage und ein Endlager.
Der Forst liegt über einem unberührten Salzstock. Und in diesem Salzstock soll der deutsche Atommüll langfristig gelagert werden. Insgesamt 12 Quadratkilometer Land. Die Flächen von 62 Grundbesitzern wollen die Investoren erwerben. Die größte Fläche gehört diesem Mann, Andreas Graf von Bernstorff. 35 Jahre alt, frisch verheiratet, CDU-Mitglied. Ja, ich muss sagen, ich persönlich bin zutiefst erschüttert über die Möglichkeit, dass hier eine der schönsten Gegenden, die wir in Deutschland noch haben, dass die zum Ruhrgebiet der Atomindustrie werden soll und darüber hinaus zur Schuttkuhle der gefährlichsten Abfälle unserer Zivilisation. Und ich finde das persönlich einfach katastrophal. Im Frühjahr 1978 macht die DWK, die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, den Grundeigentümern ein notarielles Kaufangebot. Gültigkeit 6 Wochen. Wer jetzt verkauft, bekommt das 10-fache des Verkehrswertes. Und wer bis zum 2. Mai nicht verkauft? Überrumpelt gefühlt habe ich mich natürlich auch deswegen, weil dann auch doch klar gemacht wurde, dass man diese Chance nur ganz kurze Zeit hat. Ich habe damals auch ein Gespräch geführt mit dem Vorsitzenden der DWK. Und der sagte mir, Graf Bernstorff, wir bieten Ihnen das jetzt an, aber wenn Sie da nicht mitmachen und wenn Sie das Angebot nicht annehmen, dann kann ich Ihnen nur sagen, wenn es zur Enteignung kommt, dann werde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass Sie dann auch nur den Verkehrswert entschädigt bekommen. Und das ist natürlich schon eine Art Druck, der da ausgeübt wurde. Die DWK, ein Unternehmen der Atomindustrie, bietet dem Grafen über 26 Millionen Mark. Der lässt sich mit seiner Entscheidung Zeit. Dann organisiert er eine medienwirksame Pressekonferenz. Ich habe mich entschlossen, dieses Angebot nicht anzunehmen. Ich muss eigentlich sagen, ich habe auch viel Widerstand bekommen, auch von der gesellschaftlichen Schicht, mit der ich zu tun habe, die gesagt haben, also so eine Chance, die nicht zu nutzen, das ist also Wahnsinn. Graf von Bernstorff hat bis heute nicht verkauft. Und noch immer steht er unter Druck und muss diese Entscheidung verteidigen. Eigentlich ist er Forstwirt, einer der größten Niedersachsens. Doch in Sachen Gorleben hat er nebenbei unzählige Prozesse geführt. Der Staat hat sogar versucht, ihn zu enteignen. Bisher erfolglos. Forstbesitzer trifft Förster. Das macht mehr Spaß als prozessieren. Na, Sie sehen ja, ich habe hier schon ein paar graue Haare. Und die hätte ich möglicherweise auch ohne Gorleben, das weiß ich nicht. Aber es hat mich schon Nerven gekostet, das ist ohne Zweifel der Fall. Die persönlichen Auseinandersetzungen haben ihn am meisten Kraft gekostet, sagt er heute. Und der Kleinkrieg mit der CDU, die ihm mit einem Ausschlussverfahren drohte. Der Grund? Er hatte sich kommunalpolitisch in einer Wählergemeinschaft gegen Gorleben engagiert. Das Selbstverständnis der CDU möchte ich gerne mal hinterfragen, ob man da nicht seine eigene Meinung haben darf in diesen Dingen. Und dann aber irgendwann wurde es mir zu bunt, dann bin ich ausgetreten. Und das hat mich auch sehr enttäuscht, dass da also in so einer Volkspartei so wenig Offenheit für unterschiedliche Meinungen besteht. 1979. Die Atomkraftgegner im Wendland haben sich organisiert. Bauern- und Bürgerinitiative planen im März eine Sternfahrt nach Hannover. Ich bin mit jemandem aus meinem Heimatdorf hingefahren zum Hannover-Treck und wir hatten einen Sammelpunkt vereinbart. Und da standen wir dann ganz alleine. Und ich dachte, ich habe ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich war ja Anfang 20, da ist man ja besonders klug und weise. Und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass aus der hiesigen Bevölkerung sich wirklich sehr, sehr viele Leute dagegen auf die Straße begeben werden. Und dann weiß ich noch, wir standen da mit unserem Trecker und auf einmal hörte ich ein Brummen. Und das kam, ich bin immer noch ein bisschen gerührt. Und das kam plötzlich von allen Seiten. Und plötzlich kamen überall Trecker her, aus allen Himmelsrichtungen.
Innerhalb einer Woche wollen sie in Etappen bis in die Landeshauptstadt fahren. Auch der 25-jährige Heinrich Pothmer ist dabei. Es dauert lange, bis Bauern auf die Straße gehen. Aber wenn sie auf die Straße gehen, hat es in der Geschichte häufig politische Veränderungen gegeben. Das waren die ersten Demos, an denen ich in meinem Leben teilgenommen habe. Die erste Demo in meinem Leben, an der ich teilgenommen habe, die habe ich auch angemeldet. Aus dem jungen Bauern Heinrich Pothmer wird ein Bauernführer. Die Reden, die er unterwegs hält, schreibt er zwischendurch auf dem Trecker. Sehr mal, Herrn Politiker, man kann vielleicht einen Teil eines Volkes belügen. Man kann auch einen Teil eines Volkes belügen und betrügen, aber man kann niemals ein ganzes Volk belügen und betrügen. Auch nicht das Volk des Wendlands. Während die Trecker Richtung Hannover rollen, kommt es in einem amerikanischen Kernkraftwerk bei Harrisburg zu einer teilweisen Kernschmelze. Die schlimmsten Befürchtungen der Atomkraftgegner werden wahr. Die Bauern aus dem Wendland bekommen ungeahnten Zulauf. Albrecht, wir kommen, wenn sein muss, zu Fuß, gefahren oder geschwommen. Der Empfang in Hannover ist triumphal. Man fühlte sich vorher schon unglaublich großartig, weil man schon durch ganz Hannover getragen wurde von einer Welle der Sympathie, der Begeisterung und auch der Kraft. Und ich kann wahrscheinlich gar nicht jeden einzelnen Schritt bis zu diesem Podium, mich wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, weil es wirklich auf einer Begeisterungswelle man dorthin geschwappt ist. Aus dem Bauerntreck wird eine der größten Kundgebungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Heinrich Pothmer redet wieder. Diesmal vor fast 100.000 Demonstranten. Mein lieber Herr Albrecht! Und auch die übrigen Politiker. Überlegen Sie sich gut, ob Sie das riskieren wollen. Was glaubt ihr, wenn wir uns mal alle so auf unsere Straßen setzen, wenn die bei uns anrücken? Glaubt ihr, dass die uns wegkriegen? In einer Schulaula stellt sich Ministerpräsident Ernst Albrecht den Fragen der Demonstranten. Und mit kühlem Verstand bewältigen, sonst kommen wir. Für Heinrich Pothmer der wichtigste Moment des Trecks. Oh, da hatte ich Dampf auf dem Kessel. Wir sind nach Hannover gezogen und es hat eine Woche gedauert und wir hatten ein Ziel und ich hatte den Eindruck, es drohte ihm nicht wirklich vermittelt zu werden. Und hergekommen sind wir, um Ihnen ganz klar zu sagen, wir werden es nicht hinnehmen, dass Sie die Anlage bei uns bauen. Sie haben uns. Von der Notwendigkeit. Wenige Wochen später macht Ernst Albrecht einen Schachzug, der selbst die Bundesregierung überrascht. Ein Teilrückzug. Er verkündet, dass die politischen Voraussetzungen für die Errichtung einer Wiederaufarbeitungsanlage zurzeit wenigstens nicht gegeben sind. Ab jetzt geht es nur noch um ein Endlager. Ernst Albrecht hat den Schwanz eingezogen, sagt Heinrich Pothmer heute. Und darauf ist er auch ein kleines bisschen stolz. Der Bauernführer von einst ist heute Ökobauer, einer von über 80 im Wendland. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg gibt es inzwischen die meisten Biobetriebe in Niedersachsen. Und das hat mit der Auseinandersetzung um die Atomanlagen zu tun. Es ist einfach schizophren, morgens gegen Gorleben zu demonstrieren und nachmittags die Spritze anzuhängen, die Pflanzenschutzspritze, und Chemie auf die Felder zu bringen. Seit anderthalb Jahren ist diese Biogasanlage am Netz. Sie gehört Heinrich Pothmer und einem Freund. Gemeinsam haben sie 1 Million Euro investiert. Aus Überzeugung. Alternative Energieerzeugung. Man muss doch der Atomlobby was entgegenzusetzen haben. Apropos Atomlobby. Dass Atomkraftwerke seit neuestem als CO2-freie Klimaretter gefeiert werden, findet er verlogen. Es kann natürlich auch nicht richtig sein, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Radioaktive Partikel sind mindestens so gefährlich wie CO2 in seiner Summe. Was nützt denn der Gegend um Tschernobyl ein stabiles Klima?
1980. Republik Freies Wendland. Seit Beginn des Jahres werden die ersten Tiefbohrungen für das geplante Endlager durchgeführt. Aus Protest besetzen Atomkraftgegner im Mai die Bohrstelle 1004. Basisdemokratie, alternativer Pioniergeist und ein wenig freie Liebe im konservativen Wendland. Da bin ich alle paar Tage da gewesen, auch mit der Familie, sind wir abends hingewandert. Und dann habe ich immer zu der Familie gesagt, schaut euch dies an, dies kann nicht Deutschlands Zukunft sein, wie die dort in den Erdlöchern wühlen. Also bin ich auch hinmarschiert und habe ja, also die Kreativität der Leute bewundert, was die einmal so aus rohen Baumstämmen zusammengefummelt hatten. Und das lockere Leben, also irgendwo stand da also auch Bumsbude drüber. War lustig, war richtig lustig. Vor allen Dingen, es ging von diesem Dorf keinerlei Gewalt aus. Das war wirklich absolut gewaltfrei. Das war eine sehenswerte Geschichte. Ich bin auch der Meinung, das ist einmalig gewesen. Ein Hüttendorf für ca. 5000 Atomkraftgegner aus der gesamten Bundesrepublik. Die Wendlandbauern unterstützen sie mit Proviant. Als die Platzbesetzung hier begonnen hat, war natürlich erst ein Zögern hier bei den Landwirten. Und dann haben wir uns aber überlegt, weil die Sache gut anlief hier, da steigen wir mit ein. Hier gibt es viele sonderbare Sachen. Einwegflaschen als Baumaterial für ein Frauenhaus. Nackte unter der Freiluftdusche. Solarzellen auf dem Dach. Und sogar einen eigenen Wendenpass, gültig für das ganze Universum. Wir haben dann praktisch unsere eigene Geschichte auch wieder entdeckt. Früher hat sich doch keiner darum gekümmert, dass er zum Stamme der Wenden gehört hat. Und plötzlich bist du Wende und hast auch einen Pass, wo drin steht, dass du Wende bist. Das Woodstock im Wendland wird zur Attraktion. Auch die Jusos reisen in mehreren Bussen an. Inzwischen droht eine Räumung. Der Vorsitzende der Jusos, Gerhard Schröder, warnt: Wer hier rangeht und versucht, Polizei herzuschicken, der stört dies. Und ich finde, das soll nicht gestört werden. Das muss unsere Gesellschaft ertragen können. Das soll sie auch ertragen. Sie erträgt es nur gut einen Monat. Anfang Juni 1980 räumen mehrere tausend Beamte von Bundesgrenzschutz und Polizei den Bauplatz. Es war auch ein verändertes Gefühl für diesen Staat, weil selbst sehr wohl wissend, dass von uns ja, dass wir nicht die wahnsinnige Gefahr sind, nicht die wirkliche Gefahr, und dann aber so behandelt zu werden. Den Staat zu nötigen, eine solche Fratze aufzusetzen, das war die wirkliche Veränderung, glaube ich, die man von diesem Platz mitgenommen hat. Das Wendland hat heute eine ganz eigene, unsichtbare Ordnung. Es gibt ganze Dörfer, die dafür und andere, die dagegen sind. Man weiß genau, wer mit dem Geld der Atomwirtschaft den Nachbarhof dazugekauft hat. Gorleben ist durch das Zwischenlager von einer der ärmsten zu einer der reichsten Gemeinden in Niedersachsen geworden. Die Steuereinnahmen pro Kopf sind hier höher als in der Landeshauptstadt Hannover. Das Dorf ist so gut wie schuldenfrei. Heute gibt es einen Sportboothafen und eine Mehrzweckhalle mit Schießstand und Bundeskegelbahn. Axel Müller und Ulrich Flöter sind hier seit über 30 Jahren in der Kommunalpolitik. Sie gehören zu den Befürwortern der Atomanlagen. Gorleben, finden Sie, hat von Ernst Albrechts einstiger Entscheidung profitiert. Gorleben war damals, also vor 1977, ein sehr ländliches Dorf, praktisch Zonenrandgebiet.
war im Prinzip gar nichts los. Also es war überall sanierungsbedürftig. Und wenn man das nach heute blickt, ist das eins der modernsten Dörfer in Niedersachsen geworden. 1981. Die Atomindustrie will nicht warten, bis das geplante Endlager bei Gorleben erkundet und genehmigt ist. Sie plant ein Zwischenlager, das schneller betriebsbereit sein soll. Dem müssen die Gemeinden zustimmen. Die Ratsherren, die zunächst gegen eine Atommülldeponie waren, sind inzwischen offener. Ich wusste, nachdem dieser Standort benannt worden ist, im Grunde nicht, was das inhaltlich bedeutet. Und wir haben uns als Rat, ich glaube 2-3 Jahre, in zig Veranstaltungen informiert, um uns überhaupt eine Meinung bilden zu können. Pro und Contra haben wir uns also informiert. Und erst dann bin ich also zu der Überzeugung gekommen, dass das also, wenn es sicherheitstechnisch machbar ist, und da gehe ich immer noch von aus, dass unsere Genehmigungsbehörden mit einem hohen Level an Sicherheit das nur genehmigen, auch dann vertretbar wäre. Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet machen über 1500 Einwendungen gegen das geplante Zwischenlager. Doch die Ratsherren setzen schon vorab einen Vertrag mit der Betreibergesellschaft DWK über sogenannte Strukturhilfen auf. Für die Zustimmung zum Zwischenlager zahlt die DWK einmalig 5 Millionen Mark an Landkreis und Gemeinden. Darüber hinaus gibt es von da ab jährlich Geld. Die Gegner werfen den Ratsherren Bestechlichkeit vor. Da bin ich bis heute noch beleidigt. Mich hat keiner versucht zu bestechen. Die DWK wollte nicht zahlen, das muss man ganz klar sagen. Das haben die nicht freiwillig gemacht. Also denn, wenn die das freiwillig gemacht hätten, hätte ich auch gesagt, Mensch, da ist doch ein bisschen Bestechung mit drin. Das hätte ich dann auch so gesehen. Aber ja, nein, das haben wir gefordert. Im Mai 1981 findet die entscheidende öffentliche Abstimmung in einer Gaststätte in Gorleben statt. In der alten Burg sitzen die Ratsherren fast 400 aufgebrachten Bürgern gegenüber. Für eine Wiederaufbereitungsanlage stimmen wird. Ich bin da ganz naiv hingegangen, habe gedacht, du machst deinen Job hier, das musst du machen. Aber dass ich auf so harten Widerstand gestoßen bin, da habe ich nicht mit gerechnet. Wenige Wochen vor dieser Sitzung waren Bundeskanzler Helmut Schmidt und CDU-Oppositionsführer Helmut Kohl noch einmal in Gorleben gewesen. Beide haben sie gesagt, ihr habt eine politische Verantwortung, seht zu, dass ihr diesen Standort als Gorleben ausweisen könnt. Meine Entscheidung war damals schon längst gefallen. Letzte Versuche, die Ratsherren umzustimmen. Wer so empfehlen will, bitte um das Handzeichen. Einigkeit unter den Politikern, Ohnmacht und Wut bei den Bürgern. Nein, ich möchte dazu was sagen. Ja. Für uns ist es einfach erschreckend, bei der Strittigkeit dieser ganzen Angelegenheit, diese Einstimmigkeit, wie hier die Finger von demokratischen Vertretern hochkommen. Ich fühle mich hier beinahe wie in Pankow. 100% stimmt zu. Das ist doch erschreckend. Das müsste doch Wir können ja nur die Hand geben, mehr nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Ratsherren, die Sitzung ist unterbrochen. Die Atomindustrie gewinnt die Auseinandersetzung um das Zwischenlager. Die Atomkraftgegner verlieren den Glauben an ihre Volksvertreter. Ich habe also Anrufe bekommen nachts, wo man mir gesagt hat, du hast also für Gorleben gestimmt, wir werden deinen Hof anstecken. Und das war natürlich so die höchste Geschichte. Meine Frau heulte die Kinder und es war also große, wirklich Angst im Haus. Ich hatte damals 3 kleine Kinder, die zur Schule gingen. Da haben also Leute, obwohl ich gar nicht entscheidend bin, sondern ich habe das also nur, ich war Verwaltungsorgan, ich habe das ausgeführt. Haben die angerufen und sagen, wir entführen morgen früh deine Kinder. Wer hinter diesen Anrufen steckt, kann nicht geklärt werden. 4 Monate später finden in Niedersachsen Kommunalwahlen statt. Gelegenheit,
der Politik die Quittung für ihre Zustimmung zum Zwischenlager zu geben. Die Wählergemeinschaft der Atomkraftgegner schafft es aus dem Stand auf 18%. Doch die CDU, die mit einem klaren Ja zu den Atomanlagen angetreten war, behält weiterhin die absolute Mehrheit. Heinz-Horst Gauster ist schon seit langem für die Atomanlagen. Der Landwirt hat wie viele andere dem Staat bis 2015 die Erkundungsrechte für den Salzstock abgetreten. Diese sogenannten Salzrechte gehören nämlich nach altem hannoverschem Recht denjenigen, deren Grundstücke über dem Salzstock liegen. Dafür hat Heinz-Horst Gauster damals 1 Mark pro Quadratmeter bekommen. Das Geld hat er in 2 neue Ferienhäuser investiert. Seine Maxime: Wir können es sowieso nicht verhindern, also sollten wir das Beste daraus machen. Das ist ein gutes bürgerliches Recht, dass jeder mit seinem Eigentum versucht, auch geschäftlich ein bisschen rauszuholen. Für mich ist das legitim. 1984. Im April blockieren Atomkraftgegner für 12 Stunden die wichtigsten Zufahrtsstraßen ins Wendland. Generalprobe für den ersten Atommülltransport. Für viele der Ernstfall. Nun soll er kommen, der gefürchtete Stoff. Die Konfrontation verschärft sich. Staat und Demonstranten geraten immer härter aneinander. Die Polizei ist nervös. Im Herbst zuvor hatte es eine Serie von Brand- und Sprengstoffanschlägen gegen Fahrzeuge und Gebäude von Firmen gegeben, die am Bau der Atomanlagen beteiligt waren. Sachschaden 3,8 Millionen Mark. Die Schuldigen werden nie gefunden. Der ganz harte Kern, die in Anführungszeichen damals als militant zu bezeichnen, das waren eigentlich Zugezogene. Damit wollten manche Leute nichts zu tun haben. Oder ich sag mal 90%, 95% der Atomkraftgegner nichts zu tun haben. Aber die anderen 5% haben es billig in den Kauf genommen. Und die paar, die es gemacht haben, kann man den Prozent gar nicht ausdrücken. Der erste Atommülltransport rollt im Oktober 1984. Mit teilweise falsch deklarierten Fässern, wie später bekannt wird. Die Polizei sperrt die Straßen ab. Private Telefone werden abgehört und Hausdurchsuchungen gemacht. Der niedersächsische Staatsschutz sammelt die Daten von hunderten Atomkraftgegnern aus dem Wendland. Hysterische Sammelwut auf der Jagd nach vermeintlichen Terroristen. Und man darf ja eins nicht vergessen, dass natürlich Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre die Diskussion um die RAF, also um den Terrorismus, ja noch eine ganz andere war, als sie heute ist. Und man natürlich auch befürchtet hat, dass Teile der ja damals noch vorhandenen revolutionären Zellen sich auf diese Anti-Atomkraft-Schiene hinaufsetzen und dann dort tätig werden. An einigen Ecken des Wendlands wird es während des Atomtransports alles andere als kriminell. Eher absurd. Dieser Lehrer möchte eigentlich nur nach links abbiegen. Hier ist doch nichts los. Warum kann ich denn nicht nach links fahren? Doch das ist polizeilich nicht gestattet. Kleines Moment. Verstehe ich nicht. Warum kann man denn jetzt hier nicht weiterfahren? Warum sagen Sie denn, ist der Bürgerkrieg ausgebrochen oder was? In jedem Feldweg musste man da den Ausweis zeigen. Die wühlten hier bei unserem Nachbarn den Rübenhaufen durch, weil er da Waffen versteckt haben könnte, möglicherweise. 1986. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Jetzt ist es endlich mal passiert. Das klingt ja fast zynisch. Ja. Ich meine, das ist ja das, was wir 10 Jahre lang immer gesagt haben, dass sowas passieren kann. Und nun ist es passiert. Eigentlich war ich in dem Moment fest davon überzeugt, dass es von nun an keinen Widerstand mehr geben muss. Weil es klar ist, dass das Ende aller Atomanlagen sein musste. Radioaktivität. Da wurde einem das erstmal überhaupt richtig deutlich, dass man sie halt nicht sieht, nicht schmeckt, nicht riecht. Die Idylle war wieder nicht gestört hier. Obwohl wir radioaktive Niederschläge hatten hier durch den Regen in den Folgetagen dann. Musik.
Ulrich Helmke, Bauer im Wendland. Er bewirtschaftet über 60 Äcker mit Kartoffeln, Zuckerrüben und Weizen. Darüber hinaus verleiht er geschäftlich einen ganzen Fuhrpark an Zugmaschinen. Er gehört bereits zur zweiten Generation, die mobil macht gegen die Atomanlagen. Zusammen mit seinem Vater saß er schon als 13-Jähriger auf dem Traktor beim Trekt nach Hannover 1979. Ich habe irgendwie das Gefühl, mir wird meine Produktionsgrundlage geraubt durch dieses Endlager bzw. Zwischenlager. Ich sag mal, ich kann nicht einfach davor weglaufen, ich kann meine Produktion nicht irgendwie umsiedeln, weil ich habe nicht die Möglichkeit, meine 150 Hektar irgendwo mit hinzunehmen. Grund und Boden ist nicht verschiebbar. Und deshalb hat sich auch Ulrich Helmke ausgezogen. Als eins von 13 sogenannten freiheitlich-bäuerlichen Widerstandsmodels. Die Reaktionen darauf gemischt. Es gibt einige, die haben gesagt, ey, finde ich gut, dass du das machst. Und andere haben gesagt, nee, so ein Schweinkram kaufe ich mir nicht. Das waren so die Reaktionen im Dorf. Viele gab es hier nicht, weil wir sind nur 30. 1995, Tag X im Wendland. Beginn eines von nun an immer wiederkehrenden Protestrituals. Ein mit hochradioaktivem Atommüll gefüllter Castor, so der Name des 120 Tonnen schweren Behälters, soll in das Zwischenlager. Die Atomkraftgegner versuchen, den Zug aufzuhalten. Auch der Graf, wie er im Wendland nur heißt, ist dabei. Ein Baum aus dem eigenen Forst, geopfert für den Widerstand und ganz zufällig auf der Straße gelandet. Auflehnung auf adlige Art und Weise. ...9000 Polizisten schützen den Castor. Beim Blockieren hat jeder so seine eigene Methode. Und die Polizei räumt den Weg frei mit ihren Methoden. Umgeladen auf den LKW geht es für den Castor weiter auf dem Weg ins Zwischenlager. Ein teures Spiel. Die Kosten belaufen sich auf fast 27 Millionen D-Mark im ersten Jahr. Wenn dann der Castor-Transport an mir vorbeifährt, dann muss ich auch jedes Mal heulen. Das ist immer wieder eine kleine Niederlage. Ab jetzt kommt fast jährlich ein Castor-Transport. Und mit ihm kommen auch Sie, die Autonomen. Plötzlich spielen sich solche Schlachtszenen im Wendland ab. Das hatte es bisher nicht gegeben. Also die Autonomen, ich bin eigentlich nicht so sehr dafür. Wobei ich sage immer, wenn ich nicht Haus und Hof hätte, was ich verlieren könnte. Ich glaube, ich wäre auch ein Autonomer, so sauer, wie ich manchmal bin. Die meisten Bauern wollen mit den Autonomen nichts zu tun haben. Mit dem Protest schon. Immer wenn Atommüll durch den Landkreis rollt, versuchen sie, sich querzustellen. Dabei kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Treckerblockade 1997 auf einer Nebenstrecke zum Zwischenlager. Die Polizei will die Traktoren unbedingt aus dem Verkehr ziehen und greift zu drastischen Mitteln. Die kamen mit gezückten Messern und haben in die Reifen gestochen. Haben innerhalb von weniger als 2-3 Minuten, für 100.000 D-Mark waren es damals noch, Reifen platt gemacht. Das Gericht wird diesen Polizeieinsatz später als unverhältnismäßig und daher rechtswidrig bezeichnen. Ich glaube, wenn ich dort was in der Hand gehabt hätte und so einem Reifenstecher gegenübergestanden wäre, da, glaube ich, hätte ich auch zugeschlagen. Inzwischen greift die Polizei zu anderen Mitteln. Sie konfisziert die Trecker und fährt sie eigenhändig in ein Sammellager. Für die Polizei sind, glaube ich, die Trecker am schwierigsten zu handeln gewesen. Weil ein Trecker birgt ein unglaubliches Machtpotenzial in sich. Sie sind immer noch das Identifikationsteil, mit dem Bauern deutlich machen, hier steht der konservative Teil der Bevölkerung auf der Straße, immer noch. Trecker fahren tut er nicht, aber er malt. Mit seinen satirischen Bildern der norddeutschen Provinz ist Wolf Rüdiger Marunde bekannt geworden. Sein Zuhause, das Wendland. Der Atomkraftgegner der ersten Stunde zog Mitte der 80er Jahre hierher.
Atommüll und Castortransporte hat er allerdings nie in seinen Cartoons zum Thema gemacht. Die sind insofern für mich nicht satirefähig, weil ich als Cartoonist darauf angewiesen bin, dass ein Scherz innerhalb von einigen Zehntelsekunden verstanden wird. Und was Atomenergie bzw. Atommüll angeht, wissen die meisten Leute gar nicht, worum es geht. Wolf-Rüdiger Marunde, ein Zugezogener, der längst dazugehört. Einer von vielen Künstlern, die inzwischen im Wendland wohnen. Atommüll zieht erstaunlicherweise Menschen an. Hier sind viele Demonstrationen abgelaufen früher in den 70er Jahren. Da gab es so die erste Zuzugswelle. Da haben die Leute gemerkt, dass in diesem sehr verlassenen, aber doch schönen Landstrich Häuser für 50.000, 60.000 Mark zu kaufen waren, wo dann halt Künstler eine sehr billige Lebenshaltungskosten und dann mit sehr billigen Lebenshaltungskosten frei arbeiten konnten. Alle Jahre wieder. Beinahe jährlich heult ein Castortransport Richtung Gorleben. Die Bilder ähneln sich, wie bei einem Ritual. Eine Protestoperette, kritisieren einige, die den Staat viel Geld kostet. Macht das noch Sinn? Wir wollen den Preis hochhalten. Wenn es immer wieder das gleiche Ritual zu sein scheint, dann liegt das nicht an uns, die Polizei. Der Staat kann das jedes Jahr abschaffen. Mit jedem Jahr verliert das Ritual an Nachrichtenwert. Nur noch Sensationelles wird außerhalb des Wendlands zur Kenntnis genommen. Wenn zum Beispiel ein älterer Landwirt gewaltsam von seinem Traktor geholt wird, wie Adolf Lamke. Ihr könnt mich gerne festnehmen! Erklärungsversuche der Polizei. Oftmals haben wir es natürlich so, dass da keine Einsichtigkeit besteht. Oder man sagt, ich bleibe hier so lange stehen. Provoziert möglicherweise ja auch diese Verhaltensmaßnahmen der Polizei. Denn welche Wahl haben wir denn? Irgendwann müssen wir diese Dinge auch durchsetzen. Und dann kommt es natürlich zur Anbindung von unmittelbarem Zwang, so nennen wir das. Und teilweise gibt es dann natürlich auch unschöne Szenen, die dann so nicht gewollt sind. Und noch so eine Sensation. Die 16-jährige Marie lässt sich ins Gleisbett einbetonieren. 17 Stunden dauert es, bis sie und ihre drei Mitstreiter herausgeschweißt werden können. 17 Stunden halten sie dadurch den Castortransport auf. Die Rituale sorgen weder für Erkenntnisgewinn, für einen vermehrten Erkenntnisgewinn, für vermehrte Einsicht in die politischen Zusammenhänge, noch für sonst irgendwas. Und den Castor aufhalten tun sie auch nicht. Es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Selbstbefriedigungscharakter. Ob Selbstbefriedigungscharakter oder nicht, inzwischen haben 80 Behälter mit hochradioaktivem Müll den Weg ins Zwischenlager gefunden. Erst 2014 wird mit dem Castor-Ritual voraussichtlich Schluss sein. 2000, der sogenannte Atomausstieg. Ein Kompromiss zwischen Regierung und Energieversorgern. Die 19 produzierenden deutschen Atomkraftwerke sollen nach und nach abgeschaltet werden, und zwar jeweils nach 32 Jahren Laufzeit. Und ich denke mal, ohne unseren Widerstand wäre da nichts gelaufen. Es war ja kein Ausstiegsbeschluss in dem Sinne, dass so das, was ich gut gefunden hätte, wäre natürlich ein Sofortausstieg. Aber, naja, besser als gar nichts. Was bedeutet dieser Ausstieg für Gorleben, für das umstrittene mögliche Endlager? Seitdem wird hier nicht mehr erkundet. Die Arbeiten in über 800 Meter Tiefe ruhen, vorläufig, nämlich höchstens bis 2010. Das hat die Bundesregierung mit den Energiekonzernen im sogenannten Gorleben-Moratorium vereinbart. In der Zwischenzeit sollen noch einmal grundsätzliche Fragen zur Endlagerung von hochradioaktivem Atommüll geklärt werden. Die vorläufige Standortentscheidung von 1977 ist lange her und es gibt inzwischen neue internationale Standards. Während hier früher fast 500 Menschen gearbeitet haben, sind es jetzt nur noch knapp über 70. Der Salzstopp soll betriebsbereit gehalten werden. So bleibt die Möglichkeit bestehen, hier doch noch ein Endlager einzurichten. Natürlich hoffen auch alle, dass wir das verhindern können. Zumal ja
der Widerstand davon ausgeht, dass der Salzstock löcherig ist. Also nicht nur der Widerstand, sondern es gibt ja entsprechende Gutachten und irgendwann von sich aus absäuft. Also das, dann geht das eben halt nicht mehr. Ist Gorleben nun geeignet oder nicht? Die Politik schiebt die endgültige Klärung dieser Frage auf die lange Bank. Der Staat hat sich verpflichtet, bis 2030 ein betriebsbereites Endlager einzurichten. Aber ist das zu schaffen? Das dauert noch. Ob ich das überhaupt noch erlebe, weiß ich nicht. Aber eine persönliche Bedeutung, also wenn Sie glauben, dass ich das dann als Niederlage ansehen würde, nee, würde ich nicht. Also ich meine, dann kann ich mir immer noch auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe mitgeholfen, das über Jahrzehnte zu verhindern. Soll Gorleben weiter erkundet werden oder nicht? Da sind sich die Mitglieder der Bundesregierung nicht einig. Die einen wollen parallel eine alternative Standortsuche. Die anderen wollen erstmal nur Gorleben weitererkunden. Tatsache ist, 1,4 Milliarden Euro haben die Energieversorger hier bereits investiert. Was also, wenn Gorleben tatsächlich Endlager wird? Wäre eine Niederlage. Würde ich so empfinden, einen ganz wichtigen Kampf nicht gewonnen zu haben, wobei ich das Schlimmste befürchte in dem Zusammenhang. Eins ist sicher, dem X als Symbol des Widerstandes wird man im Wendland sicherlich weiterhin auf Schritt und Tritt begegnen. Denn dieser Landstrich ist ein anderer geworden. 1977, Kartoffeläcker und konservative Kommunalpolitik. Dort hätt wie schon immer so gemobbt, war Standardantwort auf alle Neuerungsversuche. Heute hat die CDU die absolute Mehrheit im Wendland verloren. Rot-Grün stellt die Landräte. Das Wendland ist Modellregion für erneuerbare Energien und Heimat für mehr als 200 Kulturschaffende. Es ist bunter geworden. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten das Thema Gorleben nicht gehabt, hätte ich nicht viel Fantasie, was denn so aus dieser ländlichen Region geworden wäre. Das Leben ist unterm Strich, so widersprüchlich das klingt, lebenswerter geworden. Umsonst war es nicht, selbst wenn Gorleben nachher Endlager wird. Und das Endlager will Ulrich Helmke auf jeden Fall verhindern. Wendländisches Selbstverständnis. Wir als Bauern, ich wünsche mir, ich bin der 11. hier auf dem Hof, dass es einen 12., einen 15. oder eventuell sogar einen 20. gibt. Das ist eigentlich unser Bauerngedanke. Und so wird Ulrich Helmke, wie viele andere Landwirte im Wendland, weiter demonstrieren. Und sicherlich eins bleiben: ein Bauer auf den Barrikaden.